Was? Schon nach 1 Uhr? Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich zur Arbeit gehen. Sie haben 23.644 unbeantwortete Mails. Ja, ja. Was ist die neueste? Hallo Lina, wie bist du eigentlich zu deinem jetzigen Beruf gekommen? Auf diese werden sie auch nicht antworten, oder? Ich bin sehr beschäftigt, okay? Ja gut, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also, mein Beruf. Naja, gezeichnet habe ich schon immer. Deswegen habe ich auch Zeichentrickfilme geliebt. Ich fand gezeichnete und übertriebene Figuren immer interessanter als reale Schauspieler. Meine Eltern merkten das natürlich. Und mein Vater, der als Grafikdesigner sowieso viel mit dem kreativen Arbeiten am PC zu tun hatte, hatte da mal von diesem Programm namens Macromedia Flash gehört. Das wurde später dann von Adobe aufgekauft und noch später zu Animate umbenannt. Und das ist das Programm, in dem ich jetzt gerade arbeite. Damals kannte ich mich aber null damit aus. Ich war ja auch noch viel zu jung. Deshalb lernten mein Vater und ich zusammen die Funktionen kennen und kreierten kleine Minifilme, die ich euch jetzt so gerne zeigen würde, aber die leider verschollen sind. Aber später, im Internet, war ich begeistert von den Animatoren. Zum Beispiel die auf Newgrounds mit ihren Videospiel-Parodien. Ich meine, ich war ja auch schon immer ein großer Videospiel-Fan. Ich bin mit Jump'n'Runs groß geworden und wurde danach großer Fan von Action-Adventures wie Zelda oder mein absoluter Favorit Beyond Good and Evil. Aber Point-and-Click-Adventures habe ich auch schon immer geliebt. King's Quest, Space Quest. Oh, und etwas später fand ich ein besonders schönes Spiel namens Inner World. Hallo, ich bin Marius. Du magst animierte Parodien von Videospielen und Adventure-Games? Dann seht ihr doch das hier mal an. Moment mal. Dieser Marius hat auch einfach eine Animation über eines seiner Lieblingsspiele gemacht und das als Deutscher? Die Leute sehen sich das an? Dann kann ich das ja auch. Ich weiß, es klingt vielleicht komisch, aber alle Animatoren, die ich vorher gekannt hatte, machten Videos auf Englisch. Und deswegen hatte ich selber nie dran gedacht. Es waren seitdem viele Jahre gewesen, dass ich mich an Flash versucht hatte und ich hatte nie gedacht, dass ich das auch einfach selber machen könnte. Währenddessen hatte ich schon gelernt, digital zu zeichnen und hatte lange darauf gespart, mein erstes Grafiktablett holen zu können. Ich versuchte mich erstmal an kleineren Animationsprojekten, doch mein Ziel war klar. Ich mache eine Parodie von Zelda. Aber ich bin auch Schülerin und keiner meiner Freunde hat schon mal Texte eingesprochen. Sie haben ja nicht mal ein Mikro, das nicht wie das Kratzen auf einer Tafel klingt. Hey ihr Gaming-YouTuber mit euren Let's Plays, die gerade erst bekannt werden. Wisst ihr noch, wie ich mich mit zahllosen Fanarts bei euch eingeschleimt habe? Ihr könnt mir dabei etwas helfen. Besonders du da. Wie heißt du? Ich? Ich bin Luxag Link? Perfekt. Du sprichst den Hauptcharakter. Link. Okay, hier sagt mein Skript, dass ich einen Kalender animieren soll, um die nun vergehende Zeit zu symbolisieren. Aber dann habe ich festgestellt, dass das ziemlich aufwendig wäre, da ich alle Blätter neu animieren muss, weil die ja unterschiedliche Zahlen drauf haben und ich bin zu faul dafür. Und nachdem ich diese Gag-Szene aufgenommen habe, ist mir eingefallen, dass ich einfach ein Kalenderblatt-Symbol hätte erstellen können und ein paar unterschiedliche getweente Animationen drüberlegen. Aber jetzt habe ich schon diesen Einspieler aufgenommen, also es ist einfach viel Zeit vergangen, ja? Oh, nachdem du die Zelda-Parodie namens Zelda fertig gemacht hast und wir nun zusammengekommen sind, was du bestimmt in einem anderen Video genauer erläuterst, warum ziehst du nicht rüber nach Berlin und studierst hier was? Ja, sehr gerne, Marcel, alias Let's Player LuxLightKing, der mittlerweile eine andere Frisur hat, worauf ich das Publikum besser hinweisen sollte, damit niemand verwirrt ist. Aber was soll ich da? Sekunde, da gibt es eine staatliche Hochschule, wo man Game Design studieren kann? So zog ich nach Berlin, um Game Designerin zu werden. Abgesehen von den festen Modulen gab es dort unglaublich viele Gruppenprojekte, in denen wir Spiele machten. Dabei teilten wir uns meistens in Artists und Programmierer und kleine Nebenaufgaben innerhalb der Gruppen auf.
ich war immer sehr erpicht darauf, die Animationen machen zu dürfen. Also, wenn ich selber nicht der alleinige Artist in der Gruppe war, lernte ich den Artstyle des anderen Designers zu kopieren und animierte drauf los. Man lernt unglaublich viel dabei, auch mal über den Tellerrand seines eigenen Stils zu schauen und viele Dinge auszuprobieren. In diesem Studium habe ich auch gelernt, diese Skypie-Figuren zu modellieren. Nicht, dass das jemals hilfreich gewesen wäre. Und wer bist du? Ich bin Feli, ich studiere ja auch. Wollen wir Freunde sein? Bist du nochmal wichtig? Ja. Cool! Und als im Studium ein Praktikum nötig war, habe ich mich an etwas zurückerinnert. Da war doch dieses niedliche Point-and-Click-Adventure, The Inner World, von einem deutschen Studio. Was machst du denn schon wieder hier? Ich wurde auch bei Fizzbin angenommen. Oh, cool! Und so arbeitete ich in meinem ersten Game-Entwicklerstudio und hatte sogar die Chance, beim zweiten Inner-World-Teil The Last Windmonk mitzuwirken. Überall gibt es kleine Zeichnungen und Animationen von mir zu sehen. Denn auch dort wollte ich von den bisherigen Animatoren so viel wie möglich lernen. Ich konnte sogar noch einen Platz in den Credits beim Konsolen-Release von Inner World 1 erhaschen und arbeitete zudem an einer süßen Kinder-App mit dem Elefanten aus der Sendung mit der Maus. Aber die Übersicht über das Spiel hatte ein gewisser Marius? So wie in Marius? So wie in Marius Arts, der die Monkey Island-Animation gemacht hat und mich dadurch motiviert hat, selber Animatorin zu werden? Hallo, ich bin Marius. Oh, du bist schon wieder. Ja, genau, ich bin das. Sowohl im Studium als auch bei Fizzbin merkte ich, dass Animieren definitiv meine größte Leidenschaft geblieben ist und mir nichts Besseres hätte passieren können, als damals durch das Internet dazu inspiriert zu werden. Deshalb wurde das auch der Schwerpunkt meiner Bachelorarbeit. Damit war mein Studium abgeschlossen. Erst überlegte ich, mich bei Entwicklerstudios zu bewerben und an Spielen mitzuarbeiten. Jedoch wollte ich erst noch etwas ausprobieren. Mit meinen Zeichnungen und Animationen selbstständig werden. Ich hatte ja genügend Kontakte zu YouTubern und Streamern aus meiner Jugendzeit gesammelt und ich fand die Vorstellung super, an immer neuen Projekten zu arbeiten. Ich nahm also Auftragsarbeiten an und konnte für so viele verschiedene Leute zeichnen und animieren. Nur unter so vielen Kunden gibt es natürlich auch schlimme. Aber was wäre ich denn für eine YouTuberin, wenn ich daraus nicht Content machen könnte? Ich erzählte also in einem Video davon und es kam sogar richtig gut an. Und Story-Animation nach Story-Animation zeigtet ihr mir, dass ihr meine kleinen Videos feiert, sodass ich nun sogar allein davon leben kann. Das Schöne ist dabei, im Nachhinein zu sehen, was für Zufälle, aber auch was für Eigeninitiativen einen dahin gebracht haben, wo man jetzt ist. Zum Beispiel hatte ich vor vielen Jahren Lenovo wegen ihres Yoga-Books angeschrieben und seitdem hat es sich nun ergeben, dass sie mir dieses ThinkPad für eine lange Zeit zum Arbeiten zur Verfügung gestellt haben. Auf dem Laptop sind jetzt schon einige Videos entstanden und ich kann sogar drauf malen. Auch mit dem Yoga-Book-Stift. Und der gehört wozu? Ach so, zu diesem Yoga-Book C930, auf dem man so, so oder so zeichnen kann. Dieses schicke Gerät darf ich nämlich an einen von euch rausgeben. Und dafür habe ich eine besondere Aufgabe. Das Yoga-Book ist super fürs unterwegs Zeichnen und Ideen aufschreiben und hätte mir damals sehr im Studium geholfen, weil ich dann nicht immer meinen schweren Laptop plus Grafiktablett hätte mitschleppen müssen. Ich dachte deshalb, ich gebe es jemandem, der selber gerade studiert, eine Ausbildung macht oder etwas ähnliches. Dabei fiel mir aber auf, dass das ziemlich unfair wäre, denn auch andere Leute hätten vielleicht einen guten Grund, so ein Convertible gut zu gebrauchen. Also schreibt mir diese Gründe doch einfach. In der Beschreibung ist ein Formular verlinkt, wo ihr mir erklären könnt, warum ihr es bekommen solltet. Alles weitere ist dort beschrieben. Ihr habt bis zum eingeblendeten Datum Zeit. Ich sitze nun also an diesem Arbeitsplatz, in diesem Büro, um noch fleißiger beim Animieren zu sein. Das Coole ist, um mich herum sitzen so viele andere kreative Menschen, die an eigenen Projekten und Indie-Games arbeiten. Wie zum Beispiel Feli. Und Marius. Und der Rest von Studio Fizzbin. Hier im... Wie heißt der Laden hier nochmal? Oh, das hier? Das ist der Saftladen. Früchtchen. Hey, das schmeckt ja richtig gut.